Ja, moin moin Leute und willkommen zurück. Also gestern war mein erster Eindruck und ich habe über den Tag her ganz viele Helden gelevelt und alles Mögliche angeguckt, jeden einzelnen Helden mit dem Spezialboni quasi. Und dadurch habe ich jetzt dann die beste Soldatenkombo gefunden. Beziehungsweise es gibt zwei. Aber wieso ich die jetzt als beste vorstelle, das liegt einfach daran, dass die beste ist. Damage-Tests habe ich gemacht und mit euch gehen wir auf jeden Fall ins Spiel und schauen uns das gleich an. Wieso ist das die beste? Meiner Meinung nach war die Schnellschützin Ryo ja vorher schon besser als die Headhunterin, habe ich aber auch ein Video darüber gezeigt. Aber der Buff für Soldaten ist sehr stark geworden, für Ninjas ist der sehr stark geworden. Konstrukteur habe ich noch nicht so viel gespielt, wird aber auch noch kommen und für Entdecker ist auf jeden Fall eine gewisse Abschwächung passiert, beziehungsweise muss man sich da sehr spezialisieren. Also, Soldatenkombo. Wieso ist die Schnellschützin Ryo besser als die Headhunterin? Oder, beziehungsweise, die Schnellschützin Ryo ist für Waffen gut geeignet, die bis zu 30 Magazingröße haben, sage ich jetzt mal. Weil die schnell verbraucht sind. Am besten, beste Waffe ist immer noch die Donnerwetterbüchse. Aber die zweitbesten Waffen oder drittbesten Waffen sind alles Waffen mit Schüssen von 10 bis 20, 25 Schuss. Aus welchem Grund ist das so? Wir schauen uns die kurz an. Achso, kann man das gar nicht so anschauen. Ja, die Schnellschützin Ryo begutachtend auch da. Ja, ich will die begutachten. Wir haben hier einmal den Kriegsschrei. Die Splittergranate und die Schockwelle. Da hat sich nichts dran geändert, aber die ganzen anderen Bonis fehlen. Jetzt ist aber was Gutes passiert. Wer die Schnellschützin Ryo kennt, der wusste schon vorher, dass die, wenn man nachlädt, immer ein Crit hatte. 100%. Jetzt ist das aber so, wenn wir die im Kommandanten drin haben, ist die für Sturmgewehre für 6 Schüsse 100% Crit. Bei der Donnerwetterbüchse ist das ziemlich OP. Hab ich getestet, ein paar Kollegen auch. Und allgemein Hammerzerstampfer, Hydra, Rattenkönig, Tiger. Also Waffen mit wenig Munition. Und ja, ist einfach mega geil. Also 6 Schüsse, 100 Crit. Ihr könnt auch ruhig einen daneben schießen, die anderen critten trotzdem. Das ist davon nicht beeinflussbar. Solltet ihr hierfür also einen Helden-Voucher benutzen? Ja, auf jeden Fall. Wer diesen Soldaten nicht hat, sollte sich die auf jeden Fall holen. Denn erstmal sieht die schick aus, war ja vorher schon so, aber an die kommt nichts dran. Jetzt fragt ihr euch natürlich, ja, wieso denn nur Waffen bis 25 und 30 Schuss maximal? Das liegt einmal daran, dass die nicht mehr schneller schießt. Und das hat kein Soldat bis auf die Headhunterin momentan. Kann man leider auch nicht mehr irgendwie dazu tun. Ja, als Vorteil ist das weg. Macht aber gar nichts. Denn, was haben wir noch? Also, wir merken uns, 6 Schüsse, 100% Crit-Treffchance. Ist schon mal mega cool. Dann haben wir hier einen Rettungstrupper drin. Ja, die kann man alle so gar nicht zeigen, oder? Doch, kann ich auch so. Ne? Der ist aus dem Twitch Prime-Paket. Wer Twitch Prime hat, der hat den Helden einfach. Wieso haben wir den drin? Der gibt uns 17% mehr Sturmgewehrschaden. Ja, ich muss den nochmal testen, wenn ich den ganz drin habe mit 50% mehr Sturmgewehrschaden. Wichtig an der Stelle ist, doppelte Helden lassen sich nicht stacken. Also ich kann jetzt nicht zweimal hier, also hier einmal die Ryo haben und hier einmal die Ryo oder hier zweimal den Sturmgewehrtypen. Das funktioniert nicht. Dann kommt dann hier so ein Ausrufezeichen. Ich zeige euch kurz das Ausrufezeichen. So ein Ausrufezeichen. Und dann steht dann da drin, dieser Held ist bereits vorhanden. Ja, also stackt sich nicht. Ja, also jeden Held kann man wirklich nur einmal benutzen. Also haben wir Sturmgewehrschaden. Perfekt. Okay, 17% mehr Schaden. Schießwut. Jeder Schuss erhöht den Fernkampfschaden um 1%, maximal 25 Mal stapelbar. Dieser Buff wird beim Waffenwechsel und Nachladen entfernt. Okay. Jetzt wisst ihr schon mal auf Anhieb, wieso ich 25 Gewehre mit 25 Schuss sage, sind sehr gut. Drüber hinaus ist natürlich auch gut, aber dann würde ich die Headhunterin nehmen, aber dazu komme ich später. Momentan müsst ihr euch so denken, wollt ihr ein bisschen mehr schneller schießen
Oder wollt ihr höhere Hits haben? Ja, ich entscheide mich halt für die höheren Hits und deswegen nehme ich die Rio als erstes. Schießwut. Also, wir können quasi bis zu 25% mehr Damage machen nach dem 25. Schuss. Sprich, Waffen natürlich mit wenig Munition, so 10, 20 Schuss, 30 haben wir, 10, 20%. Dann ist aber auch vorbei, weil wir nachladen. Macht aber nichts, dadurch, dass wir mit jedem Schuss das decken, ja. Möglich ist es natürlich auch, die Nordmann zu nehmen mit mehr Schuss und so weiter. Ist super, funktioniert alles wunderbar, habe ich schon getestet. Lassen wir das erstmal so stehen. Kritischer Sturmgewehrschaden. Erhöht den kritischen Schaden mit Sturmwaffen um 75%. Das kennen wir alle. Das ist hier von diesem Rambock-Typen. Könnt ihr euch auch aus der Sammlung holen, wenn ihr den nicht habt. Okay. Jetzt das Coole. Wahnsinnsbotschaft. Das Abfeuern einer Fernkampfwaffe verleiht dir einen Stapel Festtagsstimmung. Maximal 50 mal stapelbar. Jeder Stapel Festtagsstimmung erhöht deinen Fernkampfwaffenschaden um 1%. Wobei deine Rückstoßvermeidung jedoch um 0,2% sinkt. Der Buff ist auch wieder verloren bei Waffenwechseln oder Nachladen. Bedeutet also, wir bekommen hier pro Schuss auch 1% mehr Damage. Die Waffe verzieht aber ein bisschen mehr. Also muss man ein bisschen mehr gegenlenken. Ist das gut? Ja, klar ist das gut. Allein durch diese Buffs, sage ich mal, wenn wir, ihr habt eine Waffe. Und ihr ballert damit, ich sag mal, die hat 30 Schuss, ihr habt 25 Schuss verballert schon mal von den 30 Schuss, machen die anderen 5 Schuss 50% aufwärts mehr Schaden. Ist verdammt viel und die Hits, die dabei rauskommen, sind echt enorm. Also man hat in diesem Patch auf jeden Fall wieder das Gefühl, wenn man einen Soldaten spielt, dann spielt man auch einen Soldaten, ja? Und das merkt man so richtig Hammer, ja? Als letztes haben wir hier gesichert und nachladen. Die sind von dem Skulltrooper aus dem Halloween-Event, also Albtraum-Event. Könnt ihr euch auch aus der Sammlung holen, wenn ihr die nicht habt. Bedeutet, nach dem Nachladen erhöht sich 5 Sekunden lang der Waffenschaden um 15%. Also wir haben unseren Waffenschaden in dieser Kombi nur auf Sturmgewehre spezialisiert. Es gibt natürlich auch Kombis, wo wir mit dem Kriegsschrei hochmachen, die Splittergranate und Schockwelle. Aber die Kombi stelle ich auch noch anders vor. Hier geht es wirklich um den besten Soldaten, was Sturmgewehrschaden angeht. Und wieso dieser das ist. Es gibt natürlich auch noch andere Sachen, die wir hier sehen können. Die habe ich mir alle genauer angeguckt. Und es gibt so viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten momentan. Aber dennoch ist das meiner Meinung nach und von anderen Leuten, die 131 schon seit längerem sind, mit denen ich regelmäßig zocke, die haben meine Skillungen auch ausprobiert, die ich hier drin habe, und die sind alle begeistert, ja. Das ist immer wichtig. Wir sehen hier von der Headhunterin, Häusekämpferin, die hat zwar Lass es regnen, was wir vorher auch schon kennen, nach Kopfschüssen haben wir schneller geschossen, ist aber jetzt nur der Kopfschussschaden wird halt fünfmal gestapelt, also kriegen wir quasi 20% mehr Kopfschussdamage. Lohnt sich das nicht? Habe ich getestet. Für mich hat sich das jetzt nicht gelohnt, weil Schießwut und Wahnsinnsbotschaft einfach besser waren. Und gesichert nachladen gibt mir von Haus aus ja schon 15% mehr Damage, wenn ich nachlade, also perfekt. Ja. Die anderen Sachen, die wir hier haben, gibt es hier irgendwas, was sich lohnen würde? Ich sag mal, es gibt Leute von euch, die möchten vielleicht gerne ein größeres Magazin haben oder die möchten schneller nachladen, weil das schneller Nachladen ist zum Beispiel komplett weggefallen, was Waffen wie die Wildkatze jetzt zum Beispiel schwer spielbar lässt. Ich sag mal, Waffen, die ihr zwischen 1 und 2,5 Sekunden nachladet, die haben einen flüssigen Spielfluss. Alles, was über 2,5 Sekunden hinausgeht, fühlt sich so ein bisschen langsam an, was es auch ist. Könnt ihr das quasi dann verbessern? Wenn wir jetzt sagen, ich verzichte auf Damage, können wir das? Und zwar, habe ich nicht gelevelt, weil ich das jetzt nicht wollte. Ich suche die mal eben mit euch. Nein, das war der Vorwärtskommando, die weibliche Variante davon. Wo ist der Chromsoldatin? Chromsoldatin, Chromsoldatin. Wieso bin ich denn dran? Geh mal auf Soldaten. Wo ist. So, ich muss mal langsam mit euch machen. Anscheinend bin ich da gerade irgendwie drüber geflitzt. Die hier. Ja?
Da sehen wir, wenn der Magazin leer ist und du nachlädst, regeneriert sich dein Schild über 3 Sekunden hinweg um 13,5%. Sprich, hier ist das Nachladen halt dabei, wenn wir die als Main-Held nehmen. Dadurch halt nicht. Ja? Dann haben wir hier noch einmal. Was wollte ich denn noch zeigen? Ja, ich glaube, das war's. Also, wenn wir die halt als Hauptheld haben, die ist der einzige Soldat zum Beispiel, der hier. Können wir uns hier auch angucken? Nein, was habe ich gemacht? Ich habe die reingesetzt, das wollte ich gar nicht. Was habe ich rausgenommen? Das nennen die Skulltuperin, die hier. Sprich, wenn wir die als Mainheld nehmen, ich muss das also dann am besten zeigen, wenn wir die als Mainheld nehmen hier, die hier, Boni. Da sehen wir, wenn dein Magazin leer ist und du nachlädst, ist das Nachladen über 3 Sekunden lang hinweg 50% schneller und du regenerierst dein Schild um 13,5%. Wenn ihr halt wirklich Waffen wollt, wo ihr nachladen wollt, schneller, weil euch das fehlt oder wie auch immer, ist die auf jeden Fall die Wahl dafür, ne? Aber damage-mäßig. Damage-mäßig haben wir das jetzt so festgehalten, ist die Damage-Combo Nummer 1. So. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal in ein Spiel und ich führe euch die einfach mal ein bisschen vor. Ja, Leute. Wie gesagt, sind wir jetzt hier in einer Mission. Und wir werden euch jetzt, also ich werde euch jetzt die Rio vorstellen und ihr könnt euch das gerne mal eben kurz anschauen. Was ist jetzt so cool daran? Ja, ganz einfach. Wir schauen uns das nämlich kurz mal an. Wir nehmen jetzt hier zum Beispiel die Donnerwetterbüchse. Da seht ihr, die hat eine SPS von 128.000. Okay? Eine andere Waffe nehmen wir nochmal hier. Die Drachengebrüll habe ich gerade drin. Die hat 89.000. Und die Hammerzerstampfer, die hat hier 114.000. Die Hydra 116 ist halt nicht fertig gepirkt. Die müsste ich noch ein bisschen hochpumpen. Aber wir können uns auch eben nochmal hier 150.000, die Peinbringer. Nordmann 149.000. 112.000. Ihr seht, die haben alle um die 100.000er Wertung, ne? Jetzt ist das halt wie vorhin von mir gesagt. Ich gucke mal kurz hier Rattenkönig. Wie vorhin gesagt, haben wir unseren vollen Boni ja mit der Rio im Grunde erst einmal, wenn wir nachgeladen haben. Was bedeutet, ich müsste 32 Schuss verballern. Nach diesen 32 Schuss sind die nächsten 6 Hits Crit. Da wir mit der zum Beispiel aber 8 Schuss auf einmal schießen, sind ja dann im ersten Magazin die ersten 6 Schuss 100%iger Crit. Wie sehen wir das jetzt? Wir sehen jetzt hier ein paar Nebelmonster nur. Ja? Und wir werden jetzt kurz warten, bis die vorbei sind. Und dann werden wir das, na gut, oder auch nicht warten. 1, 2, 3. Also erstmal seht ihr die Kritte trotzdem noch verdammt hoch, aber jetzt nachladen. Jetzt guckt euch das mal an. Ja, ich werde da auf jeden Fall eine Slow-Mo zumachen. Das heißt, die 8 Schuss hier, die kritten fast alle, ne? Also 6 von 8 ist eine Menge. Und was bedeutet das letztendlich komplett, sage ich jetzt mal? Und wieso ist die Hammerzerstampfer jetzt zum Beispiel eine sehr starke Waffe? Die war vorher schon sehr stark, aber wieso ist die jetzt noch stärker? Oder die Rattenkönig oder Hydra beziehungsweise Tiger. Ihr müsst davon ausgehen, wie ich bereits gesagt hatte. Ist das ein Smasher? Perfekt sogar. Wie ich bereits gesagt habe vorhin. Oh, hier sind aber viele kleine Monster. Egal. Das Smasher kriegen wir. Wir sehen jetzt hier erstmal die Hits. Moment. So, zack, zack. 200, 200. Das waren 2 Schuss, 3 Schuss, 4 Schuss, 5 Schuss. Und der letzte 6 Schuss. Also ihr seht, zwischen 170 und 200.000 hauen wir halt raus. Jetzt warten wir kurz. Smasherchen. Okay. Also, wir machen jetzt hier 130, 140. Das heißt, mit jedem weiteren Schuss machen wir eben mehr Schaden, wie ich das gesagt hatte. Jetzt laden wir nach. Und ihr habt es gesehen. Zack. 2 Crits.
drin gewesen wären natürlich 6. Das heißt, ich krieg mit 6 Schuss, wenn, ich sag mal, besonders, merkt ihr das, wenn ihr defft und die Wellen spawnen ja immer neu. Und ihr habt jetzt gerade alles verballert und die nächste Welle spawnt jetzt und dann merkt ihr auf einmal, wie krass das ist. Allgemein ist einfach, es ist einfach leider so, was heißt leider, eigentlich gut, wenn man jetzt einen Soldaten spielt, hat man wirklich das Gefühl, einen Soldaten zu spielen. Was vorher in dem Fall nicht der Fall war, wieso ihr auch oft gesehen habt, Mainstream, wie ich schon vor über 6 Monaten sagte, dass der Vollstrecker so damage-mäßig mit jedem Headhunter und so weiter mithalten kann, einfach wegen dem Teddy und dem Chillen. Aber zum Beispiel hier haben wir jetzt einen guten Fall, ne? Ihr seht, die Crits sind natürlich auch kleine bei, wie wir hier sehen können, aber im Schnitt, sage ich mal, zwischen 170 und 200.000. Hier machen wir das Ganze aber jetzt nochmal. Ich baller mal kurz. Zack, 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 zack. Und den habe ich schon gepult. Also, wieso hat er schon so wenig Leid? Egal. Jetzt, zack, 6 Schuss. 1, 2, 3, 4. Jeder Schuss macht 170 bis 200.000. Es ist auch oft ein höherer Crit wie 270.000. Ist halt ein bisschen Crit-Damage abhängig, wie viel wir da letztendlich raushauen. Bedeutet aber, mit 6 Schuss mache ich im Schnitt 1,2 Millionen Schaden. Reicht, um jeden Smasher zu töten. Wenn wir das jetzt einfach mal so sagen, ja? Und ja, ist mega, mega geil, Leute. Bei der Donnerwetterbüchse, wie ich vorhin auch gesagt habe, ihr habt wieder das Gefühl, in Soldaten zu spielen, weil wir einfach alles one-hitten. Und das war eine Zeit lang mal nicht der Fall. Da habt ihr einfach auch einen Entdecker gespielt und mit dem Entdecker Spaß gehabt, was völlig supi, super ist, ja. Und ja, wie gesagt, das ist meiner Meinung nach die beste Damage-Kombo.